Moin, liebe Gartenfreunde, und herzlich willkommen. Ja, vor knapp 3 Wochen habe ich die ersten Kartoffeln im anderen Teil des Gartens geerntet und heute sind die Kartoffeln im hinteren Teil des Gartens dran. Es handelt sich um die Sorte Campina und die werde ich jetzt mit euch ernten, also seid gespannt. Bis gleich. Ja, vor über 100 Tagen habe ich die Sorte Campina hier gesetzt und die Phytophthora ist leider auch schon im Laub komplett drin, deswegen heißt es schnell ernten. Ich habe gemerkt, ich habe den Damm zu wenig angehäufelt, denn einige Kartoffeln gucken schon aus der Erde raus und sind auch grün. Ja, aber ich denke, da wird noch mit Sicherheit reichlich im Boden drin sein und jetzt geht's ans Ernten. So, als allererstes entferne ich hier mit der Hand komplett grob das Laub. Die ersten Kartoffeln schauen auch hier schon raus. Wahnsinn. Schon nicht schlecht. Hier sieht man noch die Knolle, die ich jetzt vor knapp über 100 Tagen gesetzt habe. Und jetzt schauen wir mal weiter. Ja, der komplette Haufen, der ist jetzt nur von 2 Knollen, die ich vor über 100 Tagen gesetzt habe. Ich bin mir jetzt schon gar nicht mehr sicher, ob das die Sorte Campina ist, denn die Größe ist für die Sorte eigentlich untypisch. Ich habe sie aber von einem Biolandwirten bekommen und er sagte, er hat die als Campina gekauft. Naja, schauen wir mal. Jetzt müssen, glaube ich, noch 5-6 Pflanzen raus. Ja, und das ist dabei rausgekommen. Ich weiß noch nicht, wie viel Kilo es sind, aber ich werde es gleich nochmal wiegen. Ja, ich habe jetzt hier aber leider auch nochmal ein paar Kartoffeln, die halt grün sind, sozusagen Chlorophyll gebildet haben durch die Sonneneinstrahlung an der Erdoberfläche. Hinzugekommen ist noch, dass halt die Kartoffel jetzt in dem Bereich relativ viel Solanin, ein Alkaloid, gebildet haben. Ist für uns humantoxisch, also eigentlich ein Nervengift und ja, führt in kleinen Mengen schon schnell zu Magenkrämpfen, Durchfall etc. Und bei großen Mengen kann es sogar zum Tod führen. Die werden ja entweder großzügig ausgeschnitten oder halt komplett entsorgt. Ja, und jetzt werde ich mal den ganzen Haufen wiegen. Dafür hole ich eben nochmal schnell einen Eimer und die Waage und dann sehen wir uns gleich wieder. Alles klar, die Waage schafft nicht so viel. Ja, leider kann die Waage nicht ganz so viel Gewicht aushalten. Deswegen fülle ich den Eimer nur noch zum Drittel. Und jetzt haben wir gerade schon mal 5 Kilo ungefähr. Jetzt kommt die nächste Portion. Ja, und das sind die letzten 4,9 Kilo, also knapp 5 Kilo aufgerundet. Also ja, etwas weniger als 25 Kilo, gar nicht so schlecht. Ich bin sehr zufrieden. Aber wie geht's weiter? So, aber ich habe jetzt gerade die Fläche beerntet und der Boden ist sozusagen nackig, liegt brach da. Ich könnte den jetzt über den Winter, Herbst auch so brach liegen lassen. Das mache ich aber nicht, denn ich will dem Boden was Gutes tun und deswegen kommen jetzt Zwischenfrüchte rein und das zeige ich euch jetzt. Also seid gespannt. Als allererstes begradige ich die Fläche hier mit der Hake. So.
So, nach dem Haken kommen jetzt die Zwischenfrüchte rein und ich spreche bewusst vom Plural, nicht die Zwischenfrucht, sondern die Zwischenfrüchte, denn ich habe hier 8 unterschiedliche Gattungen drin und die muss ich einmal vorlesen, weil ich habe sie gerade nicht im Kopf. Und zwar habe ich einmal den Rauhafer drin, die Phacelia, den Buchweizen, den Öllein, Sonnenblumen, Sorghum, Rantelkraut und Saflor. Ja, die Zwischenfrüchte, die ich ausgesucht habe, sind relativ neutral, wenn ich sie jetzt im Gemüsebeet einsetze, denn es werden dann in der Regel keine bodenbürtigen Krankheiten oder Pilzkrankheiten übertragen. Unter anderem kann ich zum Beispiel auch mit dem Rauhafer einige bodenbürtige Nematoden vertreiben. Und ja, unter anderem habe ich auch die Mischung ausgesucht, denn die Wurzeln erschließen unterschiedliche Bodentiefen. Ja, und somit kann ich zum Beispiel mit einer Sonnenblume und einer Phacelia viel tiefere Bodenschichten erschließen und mit einem Rauhafer, mit den Antwertiefwurzeln eher die oberen Bodenschichten. Und somit habe ich eine super Bodenbelüftung, die Mikroorganismen freuen sich. Ja, ich würde sagen, jetzt geht's an die Aussaat. So, jetzt wird das Saatgut nur noch leicht eingehakt, danach bewässert und dann bin ich auch somit fertig. Ja, und so schnell erntet man die Kartoffeln und sät die Zwischenfrüchte. Und hier links neben mir, wo die Süßkartoffeln noch stehen, die werde ich erst nächsten Monat ernten. Da kommen vermutlich hinterher dann auch nochmal die Zwischenfrüchte rein. Der August ist auf jeden Fall ein super Monat, um Zwischenfrüchte auszusehen, weil dann haben die Pflanzen genügend Zeit, sich für den Herbst und Winter vorzubereiten und groß zu werden. Denn je größer die Pflanzen sind, umso mehr Stickstoff bzw. Nährstoffe können sie auch in den oberen Schichten binden. Und hätte ich jetzt nur einfach so einen kleinen grünen Teppich, der bringt dann auch nicht so viel Biomasse und führt dazu, dass er den verfügbaren Pflanzenstickstoff nicht ganz so gut oben halten bzw. binden kann. Ja, ansonsten bin ich fertig. Ich werde gleich noch das Kartoffelgrün, was hier links neben mir noch vorne auf der Rasenfläche liegt, entsorgen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch wieder gerne ein paar Daumen nach oben. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt und vielleicht die nächsten Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert doch jetzt gerne meinen Kanal. Also, ich würde sagen, bis demnächst, Leute. Tschüss.